Willkommen zu Dragon Age. Jo, dieses Mal wollen wir, glaube ich, das Ende der Zwerge oder der Geschichte hier einläuten. Was war das? Die Mauer hinter euch. Ich will ganz offen sein. Meine Toleranz für sozialen Status ist mittlerweile ausgesprochen begrenzt. Hoffentlich stört euch das nicht. Da rasier mir doch einer den Rücken und nenne mich Elf. Branka? Beim Stein, ich habe dich kaum wiedererkannt. Ogryn, irgendwann musstest du ja hierher finden. Hoffentlich findest du möglichst bald auch den Weg zurück. Und wie soll ich euch ansprechen? Söldner des letzten kleinen Lords, der nach mir suchen ließ? Oder seid ihr nur einer, der Ogryns Bierfahne ertragen kann? Zeig Respekt, Frau! Du redest mit einem grauen Wächter! Ah, er ist also ein wichtiger Botenjunge. Dann ist vermutlich was Schlimmes passiert. Ist Andren tot? Würde mich nicht wundern. Er war schon ein wenig klapprig. Neuen König, Versammlung. Und sage dabei nicht die Unwahrheit. Aber es tut mir leid, dass er tot ist. Er war als König so gut, wie wir es erwarten konnten. Ihr bittet um meine Unterstützung? Ihr wollt als Nachfolger von Andrin König werden? Das wäre eine Ich Idee. sage euch dasselbe wie allen, die dachten, ich könnte sie zum König machen. Von mir aus soll die Versammlung einen besoffenen Affen auf den Thron setzen, weil unser Beschützer, unsere große Erfindung, wegen der unsere Armeen von der ganzen Welt beneidet wurden, derselben dunklen Brut in die Hände fiel, die sie eigentlich bekämpfen sollte. Der Amboss der Leere, dessen Hilfe die Ahnen eine Golem-Armee geschaffen haben, die den allerersten Erzdämon besiegt hat. Er ist hier in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Und ihr glaubt, ihr könnt nach all meinen Anstrengungen einfach hereinstürmen und den Amboss einfach so in Besitz nehmen? Typisch diese Arroganz. Der Amboss befindet sich hinter einer Reihe von Fallen, die Carradine selbst entworfen hat. Meine Leute und ich haben Leib und Seele dafür geopfert, ihre Geheimnisse zu lüften. Das ist wichtig. Das ist von Bedeutung. Habe ich Erfolg, hilft das dem ganzen Zwergenvolk. Könige und Politik. Das ist alles vergänglich. Ich habe alles aufgegeben und werde alles opfern, um den Amboss der Leere zu bekommen. Genug der Fragen. Wenn ich bei dieser idiotischen Wahl aktiv werden soll, muss ich zunächst den Amboss haben. Es gibt nur einen Ausweg, Wächter. Nach vorne. Durch Carradins Labyrinth. Dahin, wo der Amboss wartet. Was hat dieser Ort bloß aus dir gemacht? Ich habe ein Mädchen geheiratet, das einen schon nach einer Minute mit ihrer Brillanz beeindruckt hat. Ich bin dein Paragon. Was alles heutzutage Paragon werden darf? Na gut. Laufen wir doch mal weiter. Gehen wir mal hier hin. So, dann hier. Hoffte Freiwillige für Carradins Fallen. Versuch und Irrtum, anders geht es nicht. Ich habe sie hineingeschickt. Sie waren alle mein, eingeschworen auf mein Haus und wollten mir nicht helfen. Sie versuchten mich zu verlassen. Selbst meine Hespeth, aber selbst sie. Manchmal klingt sie voll komisch irgendwie. Verstanden. Kommt immer ein bisschen so auf die Kamera drauf an, aber trotzdem. Klingt ja schon doof. So. Da hätten wir, glaube ich, schon einige so ein bisschen gebrutzelt. Richtig, das war ein Flugkraft. Versuchen,
Morrigan sollte jetzt nicht unbedingt sterben. Das schafft er, das... Ne, Alistair auf den Halbtoten, wir gehen auf den. Und Ogryn kriegt man den hier. Natürlich, ich verstehe. So, dann kann Morrigan hier. Und wer soll das fragen? Nur einen Moment. Sie hatte mir geschworen, alles Nötige zu tun, damit wir den Amboss finden. Ich hatte keine andere Wahl. Manche starben bereits an der Verderbtheit. Aber manche, einige der Frauen, wie ihr wünscht, wandelten sich. Ich wusste, was aus ihnen werden würde. Sie würden einen endlosen Vorrat an frischer, dunkler Blut produzieren. Ja, ich glaube, das hier sollen die Mütter sein, irgendwie oder so. So ein bisschen, finde ich, haben sie das davon. Gut, wollen wir doch mal die aufteilen. Braucht ihr Hilfe? Ja, das war jetzt mein Das war gerade ja mal so gar nichts. Eigentlich sollten die anderen vier da so von den beiden geblockt werden, aber nein. Wie kommt das noch? Idee! Sie laufen einfach durch. Ich brauche unbedingt einen Magier, der heilen kann. So, und damit hätten wir die Items dann auch wieder in Ordnung. Sie durften nicht aufbegehren. Euer Orden ist bekannt für seine Klugheit und seine Stärke. Vielleicht stellt ihr euch besser an als meine armen Mitglieder. Vielleicht tue ich das ja. Beeilung! Hey, Vorsicht! Na, mit das schwerste Problem hätten wir gleich beseitigt. Dann geht's nochmal um hier. Wird erledigt. Sprecht! Das müsst ihr mir nicht zweifeln. Ich verstehe. Ja, das war euer Gebet. So. Dann plündern wir doch mal eben den Rest. Hier der Ogre. Nichts Tolles. Genauso toll. Naja, laufen wir mal weiter. Dunkle Brut. Gut, löschen fangen wir sie an. Aus. So, hopp. Sehr gut. Ogryn. Hm.
ist immer niemand aufgestiegen. So, den Hamlock noch. Gab ein bisschen Silber. Das ist auf jeden Fall. Den noch. Den Zwergen auch noch. Gut, dann wird jetzt eh nochmal Auto gesaved. Schließt das Ventil. So, jetzt dürften wir gar keinen Schaden mehr bekommen, außer von den Golems. So. Irgendwelche Befehle? So soll es sein. Befehle, klar, immer. Wirf einen Blitz auf den Golem. Der wird gleich auch noch aufpassen. Der hat nämlich gerade überstanden. Hat sich verraten. Ich krieg keine Verbände, ihr müsst das so schaffen. Das brauche ich euch nicht. Jetzt findest du dein Ende. So ist es richtig. Heidrich. Ich bin verletzt. Nein, bist du gar nicht. Wie kommst du auf den Gedanken? Alle haben hier irgendwie was. Okay, Ogron ist taub, hat eine Gehirnerschütterung, eine Kopfverletzung, eine klaffende Wunde und er blutet. Das sind die Voraussetzungen, um weiter in die tiefen Wege zu gehen. Ich sollte mir definitiv mal das Zeug hier reindrücken. Die hier. Morgen auch, alles da. So. Ogrun kriegt, glaube ich, mal eine starke Behandlung hier. Jetzt ist er nämlich nur noch taub. Yeah, Ogrun geheilt, Morgen geheilt, Alistair hat noch zwei und wir haben noch eine Verletzung. Besser als vorher. Jo, tat bestimmt nicht weh. Also ich wette mit euch drum, dass das nicht weh tat. Gut. Wir definitiv noch so und Morrigan dann. So. Na, Alistair, lebst du gerade noch so? Nein. So. Gib die Richtung vor. Wie soll es sein? Au. Gut, dass wir es bei Ogrun weggemacht haben. Jetzt ist er nämlich wieder tot. Ich hätte gesagt, okay, irgendwann hat er keinen... Hat er nichts mehr. Hat das alles überstanden, aber okay. Scheinbar ja nicht.
Der Rüdiger dampft auch. Also hat war doch klar. Wenigstens hat sich jetzt dieses Mal der Schaden aufgeteilt. Alistair, nein! Ja, das gibt noch zwei Tote. Ach, dieses Gestampfe. Eine schwere Klappmusterung. Das könnte doch hilfreich sein. Mir ist so schwindelig. Ihm ist so schwindelig. So. Nochmal gespeichert. Wow, nächste Safe. Oh ja. Oh, Gran. Selbst unser Charakter bekommt ja weniger Schaden. Ach, diese anderen Charaktere hier, die kriegen immer so krass viel Schaden. Was? Irgendwie sehen meine Leben gerade gar nicht so gut aus. Charakter hält ja mit am meisten aus, genauso wie Morrigan. Dementsprechend mal den Leben ziehen. Mana voll. Da waren wir schon, hier waren wir schon. Scheinbar egal. Jetzt findest du dein Ende. So, hopp. Morgan Leben auffüllen. Also sie muss auffüllen. Ist das eine Verletzung? Dauert nur ein Mal. Los geht's. Irgendwelche Befehle? So. Er ist da. Was für ein Kampf. Jetzt spürst du Stahl!
So. So, typische Kombi. Und damit hätten wir es dann kaputt gemacht. Die Tür da ist nicht zu. Was? Wir haben doch alle vier Dinger da kaputt gemacht. Warum sollen wir denn jetzt noch weiterkämpfen? Das verstehe ich nicht. Ah, gut. Das? Leben? Reißen Sie in Stücke! Mana? Kabum. Das Ding hat selbst auch noch so eine Lebensanzeige. Das ist natürlich eher weniger praktisch. Das ist so ein Magierfutzel. Ist bestimmt richtig gut, wenn ich den jetzt töte. Dann ist bestimmt vorbei. Ob es denn daran liegt, dass er der Magierfutzel ist, ist glaube ich egal. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich keinen Charakter mehr überhaupt außer Morrigan. Ja. Und es lebt tatsächlich nur noch Morrigan. Okay, so. So soll es sein. Ah, schon wieder ein Kampf. So, wenn Morrigan jetzt stirbt, bin ich echt traurig. Morrigan? So. Gerade nicht benommen. Konnten wir Leben aufnehmen? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Wir haben es auf jeden Fall noch geschafft. Yeah! Win! Win! Okay, gut. Ein Charakter, fast tot. Voll gut. Nicht. Ja. Und mit diesem kleinen komischen Ende sage ich mal bis zum nächsten Mal. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Bis dahin. Tschüss.